Heute ist Freitag. Ich habe absolut keine Ahnung. Jedenfalls gehen wir gerade mit dem süßen Milo eine Runde laufen. Pfote! Dann bereiten wir uns vor, weil wir heute zu einer Secret Location fahren, beziehungsweise wir fahren zu einer kleinen Privatveranstaltung. Aber dazu dann auf jeden Fall später mehr. Wir machen jetzt mal kurz Pause, Leute. Und jetzt gibt es erstmal eine kleine Ziese. Eine Ziese und dann geht das hier weiter mit dem Hübschen. Und dann geht das hier auch schon direkt weiter. Auf jeden Fall seid gespannt, bleibt dran. Also heute Abend ist wieder Eskalation, wie jedes Wochenende bei uns. Und es wird noch crazy. Jo. Wir sind jetzt hier mitten in der Küche beim Live-Kochen mit dem Airfryer. TMS Music Official. Ja, Freunde, was geht? Ja, wir sind jetzt in der Location angekommen. Und naja, jetzt geht's hier halt so ein kleiner Rave. Ich geb mal einen kleinen Einblick. Ja, so sieht's bis jetzt aus. Also jeder, der von euch schon mal hier war, wird es wahrscheinlich kennen hier, die klassische Album. Aber Launches haben wir halt hier, ne? Ja. Da hinten ist halt Livestream jetzt gerade schon am Spiel. Und ja, die anderen von uns kommen jetzt gleich noch. Ich denke mal, wir werden jetzt hier kurz mal chillen, gucken so ein bisschen und wenn wir wieder zur Party gehen, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt Bock. Wenn schon welche abgeht, geht's bald bei euch voll. Heute ist Andy Henners Geburtstag. Jonas. Ist es soweit, dass du mit uns mal eins singen wirst? Okay, aber nur ein Shot. Naja, los geht's! Ich hasse euch dafür, ehrlich. Ich sehe jetzt nicht viel davon, ne? Mach halt! Voila! Ey, voila! Ey, voila! Leute, wir sind hier in der Albo. Nur krank! So Jungs und Mädels, also bis jetzt, wir haben es 1.38 Uhr, absolut kranke Party, wir chillen kurz hier, machen kurze Pause, dann geht's da wieder rein, nur krass, kommt einfach mit, wirklich, es ist so sick und morgen Woodies, Alter, morgen Woodies wird so krass. Morgen Woodies? Markus, morgen Woodies? Ja, morgen Woodies wird geisteskrank, würde ich sagen. Das wird nur geisteskrank. Leute, bleibt wirklich dran. Die Jungs reisen morgen komplett ab nach OBS. Geht das komplett vor den Helmen, wirklich. Bleibt einfach dran. Wir gehen jetzt noch da rein, feiern gleich. Alter, Jürgen, Ende. Wollen wir uns zu Hause bei dir noch ein paar Fritten machen? Shotgun! Nee, Alter, das ist mein Auto. Ey! Da sitzt gefährlich dich vorne. Ey! Sperr mal die Karre auf! Lass mir, du Lass musst mir. Mal die Türen aufmachen. Die Karre hat sich zugesperrt. Warte doch, Digga, ich mach doch Türen. Drück auf aufmachen. Ja, mach ich doch, Digga. Geht das los. Jungs, das war ein kranker Abend. Ja. Jetzt geht's nach Hause, Freunde. Ja, ich bin maximal besoffen, also. Na, bis gleich, Freunde. So, Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder zu Hause. Und ja, naja, heute Abend geht's dann ins Woodies.
Und das wird halt einfach die übelste Session, Junge. Und ja, das war halt einfach nur geisteskrank. Ich glaube, man hört es auch. Aber jo, naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall pennen. Und dann geht das morgen weiter. Wir sehen uns gleich. Erster Spalter, dann geht das jetzt rein. Und dann wird es noch eine Runde gesägt. Ja, ihr müsst wissen, wir haben gestern halt echt ein bisschen über den Durst getrunken. Und ich glaube, das ist gerade beste Medizin, um mal wieder ein bisschen klar zu kommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, was gibt's zu sagen zu dem Abend? Das war wirklich krank. Also ja, seht ihr ja bestimmt jetzt oder habt schon gesehen. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Holz und dann bereiten wir uns langsam vor für die größte Party im Woodies im Januar. Hey Nights, Andi. Hey Nights, jedes Andi. Jahr. Kommt morgen rum, wir sind im Woodies. Hey Nights, Andi, jedes Jahr. Jedes Jahr. Grüße gehen raus an Markus von OBS, Alter. Das ist eine geile Story, Mann. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall und jo. Ich denke mal, das wird ganz wild heute Abend, was halt so am Tag noch passiert. Ob wir euch mitnehmen, mal gucken, werdet ihr ja dann sehen. Ansonsten sehen wir uns spätestens im Woodies heute Abend. Jo, peace, Freunde. Und die Spanner habe ich geschickt. Jo, Freunde. Also wir sind jetzt fertig mit dem Holz. Und jetzt schön halt jetzt noch so ein bisschen rein. Super funny, super funny. Dann kam der Sally noch mit Milo vorbei, die waren noch eine Runde laufen. Und dann kam Lukas Mom noch rein, hat noch geguckt, was wir machen. Wir haben jetzt einen halben Holzhaufen voll gemacht. Also waren heute 2 Stunden beschäftigt. Ja, jetzt machen wir heute noch einen entspannten, tun noch ein paar Tracks hin und her schieben. Und dann denke ich mal, wie haben wir es eigentlich? 16, 13. Und dann haben wir ja noch so 2,5 Stunden oder so. 3 Stunden, dann machen wir uns langsam fertig. Und dann mal gucken, wann die Jungs wiederkommen aus Altenburg. Die haben nämlich noch einen Veranstalter gekannt. Die sind jetzt, glaube ich, auf dem Heimweg. Und dann, ja, geht das heute von hin. Wir chillen kurz hier, machen kurze Pause. So, Peace, Freunde. Wir sind jetzt auf jeden Fall arrived am Woodies. Und Stiefel jetzt gleich mal rein. Wir packen jetzt noch so ein bisschen Zeug zusammen. Und dann... We has got arrived, man. Fucking party, man. Statement? Ja, dann geht das los, 2:30. Ist da ein bisschen Abriss in der Hütte, würde ich sagen. Statement? Handcreme wichtig und richtig. Statement? Nee, wir haben kein Statement. Ich mag meine Sonnenbrille. Das ist gut. Wir gehen jetzt wir stiefeln jetzt mal rein. Das muss nicht. Naja. Das muss nicht schmecken. Nein, nein, nein. Ich hasse das. Naja. Dann brauchen wir mal noch einen. Hat er euch auch gefragt, ne? Let's go! Let's go!
Freunde, wir sind hier im fucking Woodies. Wir haben es jetzt 7.10 Uhr am Sonntag. Es ist ziemlich viel passiert dieses Wochenende. Freitag, der spontane Rave in der Albo. Komplett ausgeartet, Passi sich hat gar nicht gesehen. Das war nur kranker, wirklich, ja. Leute. Auch heute, ich habe auch wirklich gar keine Stimme mehr und ich habe wirklich einen im Kessel schon wieder. Aber das im Woodies heute war auch wieder Next Level. Also das war wirklich krass. Also auch nochmal Props an Woodies und an Andy, der hatte ja auch Geburtstag gehabt vor einem Tag. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung und ja, let's go. Alter. Ja. Und ich tue mir das Ganze gerade eigentlich einfach nur noch an, weil ein gewisser Herr Geithner seine Ruhe in meinem Zimmer haben will. Und meine Mama wahrscheinlich einfach schon wieder mies abgefuckt ist, dass ich hier einfach nur laut ist, weil hier schon wieder halb Deutschland anrückt. Sonntag früh um 6 Uhr und hier eine übelste Session startet. Ja, aber auf jeden Fall, das war's jetzt so. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst ein Feedback da und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal.